Wieso nur fast? Die Haltung durchs Fenster, die war okay. Aber beim Flug übers Autodach, da können wir das Timing noch etwas verbessern. Okay. Oh. Okay. Genug für heute, ja? Godet trainiert morgen alleine. Bea und ich sind in Passau. Und sag den anderen bitte auch noch Bescheid, ja? Okay. Bye. Hey. Warte, super aus. Für mich eine der besten Sachen, die wir überhaupt bis jetzt gemacht haben. Was habe ich falsch gemacht? Du hast zu früh attackiert. Du hast dabei deine Verteidigung vernachlässigt. Ja, aber ich war doch im Vorteil. Das hat dich überheblich gemacht. Und Überheblichkeit ist nicht gerade ein Vorteil, sondern eher eine Schwäche. Was meinst du? Du hast den Gegner unterschätzt. Du hast gar nicht gemerkt, wie sich aus meiner Verteidigung ein Angriff entwickelt hat. Weißt du, wer sich selber zu wichtig nimmt, der vergisst schnell, dass der andere noch im Spiel ist. Ist das jetzt Nachhilfe in Schach oder Philosophie? Vielleicht gibt's da gar keinen Unterschied. Ich stell den Wagen noch in die Garage. Was gibt's? Ist gut. Monika Frese? Wer ist da? Ja, warum melden Sie sich nicht? Na schön, dann nicht. Monika? Ich bin's. Leonardo? Ja, richtig. Habe ich dich erschreckt? Tut mir leid. Das ist eine Überraschung, wirklich. Ja, ich weiß. Ich werde dich aber ganz bestimmt nicht mehr anrufen. Was willst du? Ich wollte eigentlich nur wissen, wie es dir und deinem Mann geht. Und vor allem deinem Sohn. Monika? Diese Regierung ist eine einzige Nachlässigkeitsanstalt. Ich habe das nachher besser ist.
630 Mark, Scheinselbstständigkeit, Rente. Du bist ja gut in Form. Das hast du heute schon mal gesagt. Nein, jetzt nicht den Stunt. Sag mal, du könntest Leonardo doch für tot erklären und dich scheiden lassen. Hör auf damit. Ja, nach 5 Jahren geht das nämlich. Überleg doch mal, das Haus seines Vaters. Du würdest doch erben und wir könnten uns dann ein richtiges Stuntstudio bauen lassen. Du hast dir wohl schon alles ausgerechnet, wie? Nein, versteh mich nicht falsch. Ich möchte nur klare Verhältnisse. Wir reden ein anderes Mal darüber, ja? Komm jetzt. Ich habe einen anstrengenden Tag vor mir. Na komm. Ich möchte wissen, wo dein Vater bleibt. Hier hilft eigentlich nur, die Masche zu kennen. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie er heißt. Wer? Ein dieser Typ, mit dem du Schach spielst. Keine Ahnung, sie nennen ihn Professor. Und wo wohnt dieser Professor? Auf der Parkbank? Unter der Brücke? In einem Wohnwagen in Thalkirchen. Hm. Romantisch. Ja, ist es auch. Er wohnt direkt hinterm Tierpark, da beim alten Bahnhof. Was ist so Besonderes an ihm? Naja, einfach alles. Wie er lebt, was er sagt und wie man mit ihm reden kann. Seine ganzen Ansichten. Also wenn ich meinen Vater selber aussuchen könnte, dann... Was redest du da? Na, jedenfalls ist es nicht so ein kleinkarierter Spießer wie ich. Das wolltest du doch sagen. Rede nur weiter. Ich bin ganz Ohr. Ja, wenn du es genau wissen willst, gegen ihn bist du ein kleiner... Schluss jetzt. Du hast ja keine Ahnung. Ich verbiete dir, diesen Mann noch einmal zu treffen. Wieso? Ja, was ist denn mit ihm? Du kennst ihn noch gar nicht. Du tust, was ich dir sage. Ich denke gar nicht dran. Du bleibst. Ich bin noch nicht fertig. Seit 3 Tagen sage ich dir, du sollst den Rasen mähen. Siehst du, da hast es. Was anderes fällt dir wohl nicht ein, als diesen bekloppten Rasen zu mähen. Mann, ich scheiß auf deinen Rasen. Ich bin doch nicht dein Sklave. Jetzt reicht's. Ich hasse dich. Ich hasse euch beide. Du hast ihn noch nie geschlagen. Ach, ich hätte es längst tun sollen. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Seit er diesen Mann kennt, ist er völlig verändert. Ich weiß, wer der Mann ist. Ich habe ihn heute gesehen. Es ist Leonardo. Leonardo? Ja. Dann tu was. Ich werde nicht zulassen, dass er unsere Familie kaputt macht. Was soll ich denn machen? Er war doch mein Freund. Sebastian, wo bist du? Sebastian, ich muss mit dir sprechen. Tut mir leid wegen gestern Abend. Dein Vater hat es nicht so gemeint. Lass mich in Ruhe. Sag mal, was machst du da eigentlich? Ja, nichts, siehst du doch. Hör zu, ich... Es sieht mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Glaub mir, es gibt einen Grund, warum ich dir den Umgang mit diesem Mann verbiete. Du kannst mir gar nichts verbieten. Weißt du was, Mama, du kannst mich. Morgen bin ich weg. Sebastian, bleibst hier. Wir sind doch alle!
Sebastian! Wir sind doch eine Familie. Ich habe Ihnen doch gesagt, da war nichts. Das kann gar nicht sein. Allerdings. Was? In einem Zimmer bin ich nicht gewesen. Es war abgeschlossen. Ich hatte nicht mehr genug Zeit. Und kein Wort zu Frese. Ja? Störe ich? Nein, komm rein. Was ist los? Leonardo ist wieder aufgetaucht. Dann hast du jetzt ein Problem. Wieso ich? Wir beide. Was machen wir jetzt? Mach dir mal keine Sorgen. Ich kümmere mich darum. Ich versuche, mit Leonardo ein Arrangement zu finden. Das wäre alles viel einfacher, wenn du nicht... Wenn ich was nicht? Ach, diese dumme Affäre, die du mit seiner Frau angefangen hast, das vergisst er dir nie. Mein Gott, das ist 6 Jahre her. Na und? So oder so muss die Geschichte vom Tisch, bevor wir mit dem Produkt auf den Markt gehen. Sonst gibt es einen Riesenskandal. Versuch's nicht mit Geld. Du kennst ihn doch. Geld interessiert ihn nicht. Lass mich nur machen. Klamotten mitgebracht. Hat ungefähr dieselbe Größe. Und dein Vater? Ja? Hast du Ärger zu Hause? Ja, ein bisschen. Ist aber nichts Nennenswertes. Meinetwegen? Nein. Ich will die Sachen nicht. Schön. Hast du ein Hemd dabei? Ja, sogar ein langärmiges. Ein Safe? Ja, aber nicht weiter sagen. Hier. Nehme ich. Die anderen Sachen gibst du den Jungs am Orleansplatz. Sag mal, hast du das Buch ausgelesen? Den Kerouac? Ja. Oh ja, der war toll. Wusste, dass dir das Buch gefällt. Weißt du, die Route 66? Oh ja, die würde ich schon gerne mal fahren. Ich hab's gemacht. Wirklich? Ja, während meines Studiums. Mit einer Harley? Mit einer Harley. Sag mal, stimmt es, dass du bei der NASA warst? Ja, das stimmt. Aber lass uns nicht über die Vergangenheit reden. Das hier, das ist die Zukunft. Wenn du das ausgelesen hast, dann fahren wir los. Tibet, Nepal, Kathmandu. Es gibt Wichtigeres als Trigo- und Vektorrechner. Oh ja, davon kann ich dir ein Lied singen. Weißt du, Tibet? Das ist mehr als nur eine geografische Bezeichnung. Das wird ein Teil von deinem Herzen. So, und jetzt zu deiner Schachrevanche. Hast du dir schon was ausgedacht? Irgendeine neue Strategie? Also die ersten 20 Züge habe ich im Kopf. Und dann warte ich eigentlich nur noch auf deine Fehler. Mal sehen, was sich da machen lässt. Dass ich die rausscheuchen musste. Macht gar nichts, wir hatten die Feuerwehr gerufen. Der Mann da drüben, der hat hier in der Nähe eine Frittenbude. Kennt er den Toten? Nur vom Sehen.
Um die 50, groß, schlank, keiner erkennbaren Dialekt. Hat seit 5 Wochen hier in diesem Wohnwagen gehaust. Weil keiner wusste, wie er heißt, haben sie ihn alle Professor genannt. Womöglich ein intellektueller Aussteiger. Oder Absteiger. Guten Abend. Ja. Das Feuer ist soweit gelöscht. Danke. Bitte. Brandstiftung? Das wissen wir noch nicht genau. Die Brandexperten vom LKA kommen morgen früh. Mehr gibt's für uns nicht zu tun. Keine Spuren, keine Augenzeugen. Die Leiche ist unterwegs in die Gerichtsmedizin, war völlig verkohlt. Das war's. Ziemlich dünn, ne? Das kann man so sagen. Das denn? Das ist doch hier. Ja, Siska? Ja, also ich habe hier ein erstes Protokoll von der Feuerwehr. Es handelt sich tatsächlich um eine Brandstiftung. Das Feuer wurde an 2 Stellen gelegt, circa gegen 23.15 Uhr. Nein, an 3 Stellen. Was? Wieso an 3? Ja, wenn Sie jetzt hier wären, dann könnten Sie sich selbst davon überzeugen. So ist das nun mal, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Harry, jetzt gehen Sie bitte mal die aktuelle Vermisstenliste durch, ja? Der Typ hat erst seit 5 Wochen hier gelebt. Ja, ich weiß, dass man dafür den Namen braucht. Den liefern wir Ihnen nach. Ja? Also bis dann. Wir melden uns. Ciao. So, jetzt wieder zu uns. Ach, du hast mit dem Schach gespielt. Das war der. Ich bin dann nämlich zufällig vorbeigekommen und habe euch spielen sehen. Komm. Wir haben eigentlich jeden Tag gespielt. Seit wann kanntest du ihn? Ungefähr 3 Wochen, seitdem wir Ferien haben. Warst du mal in seinem Wohnwagen? Ja. Immer wenn es geregnet hat, haben wir drinnen gespielt. Oder wir haben gelesen. Er hatte tolle Bücher. Ja? Davon ist ja nun leider nicht mehr viel übrig geblieben. Und er hat mir von seinen Reisen erzählt. Der Kühlschrank. War der leer? Ja, warum? Ach, nur so. Und er hatte nie gesagt, wie er heißt? Nein. Gut, aber deinen Namen bräuchte ich jetzt. Sebastian Frese. Geburtsdatum? Ja, nur Anschrift und Telefonnummer. Artusstraße 7, Telefon 911-9723. Danke. Glauben Sie, dass er umgebracht wurde? Ja. Das sind 3x2 Tabletten hier. Ja. Kommst du mal bitte und machst hier weiter? Ja. Sie entschuldigen mich. Ja, gerne. Da liegt das Rezept. Das ist eine Überraschung. Du warst bestimmt schon ein halbes Jahr hier nicht mehr in der Apotheke. Kann schon sein. Und? Hast du es dir noch mal überlegt? Ihr beide braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Der Mann ist tot. Irgendjemand hat gestern Nacht seinen Wohnwagen in Brand gesteckt. Aber ist ja auch egal, nicht? Ich hab ihn. Oh, Hanne, wie Sie das aushalten? Gestern Pizza, heute Knoblauch. Das ist ja wie auf dem orientalischen Basar hier. Ja, meine Gesundheit geht mir über alles. Oh. Knoblauch senkt den Blutdruck. Ja, bitte nehmen Sie doch Petersilie. Wunderbares Kraut, aber senkt nicht den Blutdruck.
denn hier passiert? Ist das immer noch meine Pizza? Ich war das nicht, das war der. Hoffentlich hat's geschmeckt. Ja. Also können wir jetzt mal zur Sache kommen? Ja, bitte. Können Sie Käffchen haben? Ja. Johannes Kübler, geboren am 13.06.47 in München, wurde vor 5 Jahren von seiner Frau als vermisst gemeldet. Zahnschema, Haarfarbe, Fingerabdrücke stimmen überein. Und mit seiner Adresse? Bauerstraße 15. Seine Frau wohnt übrigens noch dort. Gibt's sonst noch was aus der Rechtsmedizin? Nein, noch nicht. Die brauchen noch 2 Stunden, haben sie gesagt. Ah ja, für dich hat jemand angerufen. Einer Walter. Walter, aber ach so, das ist der Typ aus der Frittenbude. Er hat sich erinnert, dass gestern Abend gegen 21:30 ein Mann zu ihm kam, um einen Schnaps zu trinken. Und der hat gesagt, seit wann bekommt denn der Professor so spät noch Besuch? Und wie heißt der Schnapstrinker? Erwin Klettmeier, genannt Klette. Nicht sesshaft. Aber nach Aussage des Kioskbesitzers hält er sich häufig am Sendlinger Tor oder am Ostbahnhof auf. Gut, das tun wir jetzt auch. Dieser Klette ist unser Mann. Ja. So. Das sieht wirklich kein Mensch aus. Was ist denn? Mein Gott. Mahlzeit. Mahlzeit. Sag mal, kennt ihr einen Typen, den sie Klette nennen? Klette? Ja? Kennen wir nicht. Aber hast vielleicht einen Magen für uns? Ja. Merci. Ich brauch. Prost. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen. Entschuldige. Sorgen. Moment mal. Sag mal, kennst du Klette? Hm. Sieht ein bisschen mau aus, ja. Probier doch mal was anderes. Gib mal das Brett her. Kennst du When the Saints Go Marching In? Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. And when the sun, and when the sun begins to shine, begins to shine. And when the sun, and when the sun begins to shine. Stimme, Sie sollten zum Ballett gehen. Aber hat sich doch gelohnt, oder? Aha. Macht ihr einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Super. Und, was macht die Arbeit? Naja, ich habe mir ein paar Mark dazu verdient. Ja. Aber von Klette fehlt jede Spur. Keiner weiß was. Sebastian. Wieder mal Schlüssel vergessen, was? Deine Mutter hat mir erzählt, was passiert ist. Auch wenn du es nicht glaubst. Es tut mir leid. Was ist denn das für eine Mappe? Wo hast du die her? Das sind meine Unterlagen. Warum interessiert dich das? Ach, nur so. Ich habe jetzt keine Zeit. Bei nächster Gelegenheit zeige ich dir mal, was wir in der Firma machen. Sie wissen, warum wir hier sind? Ja. Mein Beileid. Und woher wissen Sie es? Ich weiß es von Herrn Probst. Er ist ein alter Schulfreund meines Mannes. Die Herren sind von der Mordkommission. Guten Tag. Probst, guten Tag. Und woher wissen Sie es? Von einem Freund, der hat mich heute Morgen angerufen. Bitte nehmen Sie doch Platz.
Danke. Das ist übrigens Leonardo. Herr Kübler? Ja, wir haben ihn immer Leonardo genannt. Einer unserer Lehrer hat mal gesagt, Kübler, du bist ein richtiges Universalgenie. Und das war er auch, ein zweiter Leonardo da Vinci. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir von da an nur Leonardo gesagt. Das bin ich, schon damals geraucht. Und das ist Dietmar Frese. Er hat mich angerufen. Dietmar Frese. Tja, dass Leonardo so enden würde, das haben wir alle nicht geglaubt. Als ich davon hörte, bin ich sofort zu Frau Kübler gefahren. Wussten Sie, dass Ihr Mann in einem alten Wohnwagen gelebt hat? Nein. Und wie lange haben Sie Ihren Mann nicht mehr gesehen? Seit 6 Jahren, ja. Als er von einem Tag auf den anderen verschwand. Wo waren Sie gestern? Ich bin vor 2 Stunden von einer Reise zurückgekommen, aus Passau. Ich habe dort zu tun gehabt, Filmaufnahmen. Sie sind Schauspielerin? Nein, ich mache Stunts. Ach, interessant. Dietmar Frese, haben Sie noch Kontakt zu ihm, außer dem Anruf von heute Morgen? Ja, natürlich, er arbeitet bei mir. Ah ja, was machen Sie? Ich habe eine Firma für medizinisch-technische Geräte. Haben Sie seine Adresse? Ja, er wohnt in der Artusstraße. 7. Ja. Ja, gut, das war's schon. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. 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 Frese, den Namen höre ich ja zum ersten Mal und dann gleich 2-mal an verschiedenen Stellen. Ja, das ist Zufall. Zufall, das glauben Sie auch selber nicht. Nein, der Hane soll sich mal über diese beiden Schulfreunde schlau machen und das Alibi von der Frau Kübler überprüfen. Oh. Haben wir das Hotel? Gibt's doch nicht. Wieso komm ich denn nicht auf diese Idee? Hä? Sie werden Karriere machen, junger Mann. Und was ist mit Ihrer? Ja. Schweigen ist Gold. Grüß dich. So schnell sieht man sich wieder. Ist dein Vater da? Ja, der ist im Wohnzimmer. Die Tür ist offen. Gut, danke. Guten Tag. Mein Name ist Siska, Kripo München. Guten Tag. Ich möchte mit Ihnen über Johannes Kübler sprechen. Leonardo? Ja. Das ist eine traurige Geschichte. Es ist, als ob ich einen Bruder verloren hätte. Aber Sie haben Ihren Bruder schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns in den letzten Jahren ziemlich aus den Augen verloren. Erinnern Sie sich noch, wann Sie ihn zum letzten Mal gesehen haben? Haben Sie meine Frage nicht verstanden? So schwierig kann das doch nicht sein, wenn einem jemand so nahe stand. Es ist 5 oder 6 Jahre her. Kurz bevor ihn seine Frau als vermisst gemeldet hat. Und in den Jahren dazwischen hat er sich nicht gemeldet? Telefon, Postkarte, nichts? Nein. Kübler war seit 5 Wochen wieder in München. Auch das haben Sie nicht gewusst? Nein. Das klingt ja nicht gerade nach einer herzlichen Beziehung. Wie haben Sie denn von seiner Rückkehr erfahren? Reiner Zufall. Ich habe meinen Sohn und ihn vor 2 Tagen beim Schachspiel gesehen. Ja, dann sind Sie aber zu ihm hin und haben wahrscheinlich erstmal kräftig einen. Aufs Wiedersehen? Nein. Sie sind nicht zu ihm hin? Haben nicht mit ihm gesprochen nach 6 Jahren? Nein. Ist doch merkwürdig, oder? Dafür muss es doch irgendeinen Grund geben. Georg Probst. Was ist mit ihm? Probst hat mit Leonardo gesprochen. Wann? Gestern. Und mehr wollen Sie jetzt dazu nicht sagen? Mehr weiß ich nicht. Na schön. Das ist ja nur die halbe Geschichte. Wir werden das Gespräch morgen im Präsidium fortsetzen. Auf Wiedersehen.
Guten Tag. Das ist meine Frau. Herr Siska von der Mordkommission. Er ermittelt. Den Tod von Leonardo? Den Mord. Kannten Sie Herrn Kübler? Nicht so sehr wie mein Mann. Eigentlich mehr aus seinen Erzählungen. Ich bin ihm zwar einige Male begegnet, aber... Schon lange her? Ja. Sind Sie berufstätig? Ja. Ich bin Apothekerin. Und Sie können bezeugen, dass Sie und Ihr Mann gestern Abend zu Hause waren? Nein, das kann ich nicht. Ich betreue zurzeit eine Selbsthilfegruppe für Drogenabhängige. Methadonsubstitution. Ich kenne das Programm. Wo ist denn das? Im Gemeindehaus in Ramersdorf. Das ging bis ungefähr kurz vor Mitternacht. Als ich nach Hause kam, war mein Mann noch auf und hat gearbeitet. Ja, das stimmt. Na schön. Wir werden Ihre Angaben überprüfen. Schönen Tag noch. Mann, Scheiße! Was ist denn? Jetzt geht er bei mir auch schon los. Nichts für ungut. Das weißt du ganz genau. Nein. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ihr ihn gekannt habt? Leonardo? Das ist eine lange Geschichte. Lass dir das von deinem Vater erzählen. Mensch, Frese, nun mach dich doch nicht verrückt. Nein, Menschenskind, ich weiß selber, wie ich mich verhalten muss. Ja, bis später. Ja? Anja Siska, Kriminalpolizei. Lassen Sie ihn herein. Tag, Herr Siska. Sie haben noch Fragen. Herr Probst, guten Tag. Sie haben uns verschwiegen, dass Sie gestern noch Johannes Kübler gesehen haben. Wer sagt das? Haben Sie oder haben Sie nicht? Wer sagt das? Haben Sie oder haben Sie nicht? Ja, stimmt. Ich wollte ihn in unsere Firma holen. Ein Mann wie Johannes Kübler mit seinen Fähigkeiten. Warum haben Sie uns davon nichts gesagt? Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass Sie das interessiert. Herr Probst. Ihr Freund ist gestern umgebracht worden. Sie waren der Letzte, der mit ihm gesprochen hat. Und Sie glauben, dass das die Polizei nicht interessiert? Ja? Wann haben Sie sich mit ihm getroffen? Um 18 Uhr im Hof des Deutschen Museums. Worum ging es bei diesem Gespräch? Leonardo ist ein Techniker von hohen Graden. Unzuverlässig, aber begnadet. Ich wollte ihn in der Firma haben. Leonardo hatte im kleinen Finger mehr als Dietmar Frese im Großhirn. Wie lange hat's gedauert? Eine knappe Stunde. Ich bin dann in die Firma zurück. Dann habe ich hier gearbeitet und bin gegen 9:30 zum Essen in den Golfclub gefahren. Hat sich jemand in der Firma gesehen? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Wissen Sie, ich habe im Moment den Kopf so voll. Wir kommen in 2 Tagen mit einer großen Sache auf den Markt. Ich habe nicht einmal Zeit zu trauern. Ja, wie lange dauern denn diese Feingewebsuntersuchungen? Na gut. Tja, ich kann auch nichts dran ändern. Und, gibt's was Neues? Ja, wir müssen eine zweite pathologische Untersuchung abwarten. Das heißt? Das heißt, Johannes Kübler ist nicht an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Er war schon tot, bevor der Wohnwagen angezündet wurde. Keine Panik, das ändert vorläufig nichts an unseren Ermittlungen. Solange wir die genaue Todesursache nicht kennen, konzentrieren wir uns weiter auf Brandstiftung. Soll ja schon mal vorgekommen sein, dass ein Mörder in Brand legt, um seine Spuren zu verwischen. Eben. Was ist das denn? Ein Schnellkurs in Abfallbeseitigung. Von der Volkshochschule? Nee, von der Spurensicherung. Der Papierkorb inhaltet in der Nähe des Brandorts. Oh, Sie müssen das nicht alles rausnehmen. Auf Ihrem Schreibtisch liegt ein Bericht mit genauer Liste. Siska, der Wühler. Das ist eine Wissenschaft für sich. Was glauben Sie, was man aus dem Inhalt einer Mülltonne alles rauslesen kann? Das ist wie ein offenes Buch. Was sind das für Fotos? Reifenspuren von 2 verschiedenen Wagen. Hane, wir dürfen... Na, nix, Hane. Der Hane muss jetzt was essen gehen. Mir hängt der Magen so tief, da kann ich gar nicht schauen. Aber denken Sie daran, dass wir den Klette noch nicht gefunden haben. Ich denke dran, aber nicht beim Essen. Ah ja,
Der junge Frese hat angerufen. Er möchte mit Ihnen Schach spielen gegen 4 Uhr. Sie wüssten schon wo. Ja, ist gut. Und ja, Bea Kübler scheidet als Verdächtiger aus. Ihr Alibi in Passau ist wasserdicht. Mahlzeit! Apropos Bea Kübler. Die Kartons, in denen sie die alten Sachen von ihrem Mann aufbewahrt. Was ist mit denen? Das ist nur eine Idee, aber vielleicht ist da ja noch ein Motiv zu finden. Könnte ja sein, dass der Probst nicht nur nach alten Erinnerungsstücken gesucht hat, sondern nach etwas ganz anderem. Hm. Könnte sein. Ich kümmere mich drum. Gut, und ich klopfe mal das Alibi von der Monika Frese ab. Du wolltest mich sprechen? Der Kühlschrank im Wohnwagen. Erinnern Sie sich an den Kühlschrank? Ja, ich erinnere mich. Der Professor hat den als Safe benutzt. Und? Naja, als ich gestern bei ihm war, da lagen noch Sachen drin. Was denn für Sachen? Zeichnungen, Papiere. Persönliche Gegenstände. Ich weiß nicht. Einfach alles, was ihm wichtig war. Und jetzt fragst du dich, wer die Sachen da rausgenommen haben könnte. Ja. Weißt du's? Du hast den Mann sehr gemocht, hä? Wir wollten nach Tibet fahren und nach Kathmandu. Würde ich auch gern. Naja, man muss es einfach nur tun. Es gibt ein Zitat von John Lennon. Das Leben ist das, was sich ereignet, während wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Der Professor hat gesagt, die meisten Menschen sind so. Du weißt, wer ihn umgebracht hat? Nein. Aber Läufer von C1 nach G5 scheint ein interessanter Zug bei dieser Konstellation zu sein. Ist die Schlange hier? Ja. Soll ich uns was zu essen machen? Hm. Auch schon seit Tagen kein Hunger mehr. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Geht's um Sebastian? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Er redet ja nicht mehr mit mir. Und seit gestern ist alles noch viel schlimmer geworden. Ich glaube, er macht uns für Leonardos Tod verantwortlich. Die Polizei hat angerufen. Sie wollen dich noch einmal sprechen. Warum? Wegen gestern Abend. Wegen deines Alibis. Wo warst du denn? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Anscheinend glaubt man dir nicht. Und du? Glaubst du mir? Es waren doch genug Leute da, die dich gesehen haben, oder? Siehst du, ist ja alles in Ordnung. Wahrscheinlich ein Missverständnis. Und? Gibt's hier was Neues von Fräser und Probst? Einen Zeitungsausschnitt von der vergangenen Woche mit einem Foto der beiden Herren. Ich habe eine Fotokopie machen lassen. Es handelt sich um eine medizintechnische Sensation, ein sogenanntes Physiometer. So groß wie eine Armbanduhr, auf dem man die wichtigsten physiologischen Vorgänge im Körper ablesen kann.
Das ist eine Erfindung von Frese, die soll heute weltweit offiziell vorgestellt werden. Na gut, das hilft uns im Moment nicht viel weiter. Sagen Sie, haben Sie zufällig ein Schachspiel irgendwo? Hier? Ja. Ja, welche Ausführung? Ach, das Nussbaum, Teak, Polyester? Danke, schon gut, danke. Hier, wer sagt's denn? Ein Schachspiel. Hier, C1, G5. Was ist das? Das könnte ein Hinweis sein von dem kleinen Frese. Aber es muss nicht unbedingt was mit dem Schach zu tun haben. Moment mal. C1. Das ist da, wo der Wohnwagen stand. G5. Da sind Sie wieder bei der Wohnung von Frese. Da waren Sie doch schon. Aber irgendwas will er uns damit sagen. Warum sagt er das so um sechs Ecken? Ich glaube, dass er etwas weiß oder ahnt. Aber sie nicht traut es, uns auf direktem Weg zu sagen. Aus Angst? Möglich. Vielleicht glaubt er ja, dass sein Vater Kübler ermordet hat. Dann liegt er falsch. Der war definitiv den ganzen Abend zu Hause. Das beweisen die Anrufe, die er den ganzen Abend geführt hat. Tag! Ist deine Mutter da? Sie ist in Apotheke. Na, da ist sie nicht. Ich hab da angerufen. Naja, ihr Auto ist nicht mehr da. Komisch. Die ist nie zu. Oh Gott, die ist da drin. Die ist da drin. Ruf den Krankenwagen an und sag deinem Vater Bescheid. Gibt's hier ein Fenster? Hm? Ob's hier ein Fenster gibt? Hinten. Hier sein. Keine Sorge, sie lebt. Monika. Sie lebt. Alles gut. Wir haben wieder selber. Ganz ruhig. Hörst du mich? Was ist denn? Was ist denn passiert? Das war knapp. Was ist passiert? Monika Frese hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Und wie? Mit Auspuffgasen. Warum hat sie keine Tabletten genommen? Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe hier den zweiten Obduktionsbericht. Johannes Kübler ist vergiftet worden. Womit? Mit einem Nitroglycerinpräparat, 30-fache Dosis, in Rotwein aufgelöst. Damit hätten sie einen Elefanten ins Jenseits befördern können. Wie heißt das Zeug? Nitrocal mit C, ein Medikament gegen Herzasthma, Angina pectoris, Koronarsklerose und so weiter. Das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Wo ist denn der Bericht der Spurensicherung? Haben Sie den noch? Ja, mein... Die Aufstellung mit den Sachen, die da im Papierkorb waren. Hier. Danke. Da. Nitrocal. Inhalt 30 Kapseln. Gab es Fingerabdrücke auf der Verpackung? Ja, aber nicht registriert. Monika Frese ist Apothekerin. Ich meine, wer kommt leichter an solche Medikamente als jemand, der an der Quelle sitzt? Genau. Und ich habe hier das passende Motiv dazu.
Die habe ich in einem der Kartons bei Bea Kübler gefunden. Was ist das? Liebesbriefe von einer Monika Meier. Kübler und Monika Frese, geborene Meier, hatten mal eine kurze Beziehung, bevor sie Dietmar Frese geheiratet hat. Hier steht, dass sie im zweiten Monat schwanger ist. Das Kind ist aber nicht von Dietmar Frese, obwohl der das glaubt. Und wer ist der Vater? Kübler, nehme ich an. Der steht hier zwar nicht, aber was hätte sie sonst für einen Grund gehabt, ihm das zu schreiben? Das heißt, Monika Frese hat ihrem Ehemann das Kind untergeschoben? Ja. Und sie hat die ganze Zeit Angst gehabt, dass Kübler das Geheimnis lüftet und ihr das Kind wegnimmt. Ich komme heute Abend mal vorbei. In einer Stunde bei mir im Büro. Ja, ich kann. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie das alleine machen. Ich kümmere mich nochmal um das Alibi von dem Probst. Alles klar. Sie sind gekommen, um mich festzunehmen. Ja. Sobald Sie wieder in Ordnung sind. Sie wollen es sicher wissen, warum ich ihn umgebracht habe. Wusste Kübler, dass Sebastian nicht der Sohn ihres Mannes ist? Ja. War er der Vater? Als ich schwanger war, habe ich Leonardo an Kübler geschrieben. Aber er hat sich nicht gerührt. Und Dietmar Frese? Er war mein Freund. Er war der Mann, der mir schon zwei Heiratsanträge gemacht hat. Wir haben dann relativ schnell geheiratet. Hat er von Ihrer Beziehung zu Kübler gewusst? Nein. Sie hatten Angst, dass das Geheimnis irgendwann... Nein, nein. Davor hatte ich keine Angst. Das war nicht sein Stil. Leonardo wollte beweisen, dass die Vater-Sohn-Beziehung zwischen Sebastian und meinem Mann nicht hält. Deswegen hat er Sebastian unter seinen Einfluss gebracht. Er wollte uns zeigen, dass wir früher oder später an dieser Lüge, an meiner Lüge, zerbrechen werden. Wie haben Sie ihn umgebracht? Ich habe seinen Wohnwagen angezündet. Etwas genauer, bitte. Es war kurz vor 23 Uhr. Durch ein Fenster konnte ich Leonardo im Bett liegen sehen. Er hat geschlafen, ich habe an der Tür gerüttelt, er hat nicht aufgemacht und dann habe ich den Wohnwagen angesteckt. Kennen Sie das Medikament Nitrocal? Ja. Es ist ein Nitroglycerinpräparat gegen Angina pectoris. Haben Sie das in Ihrer Apotheke? Ach, nein, das ist, sagen wir mal, veraltet. Aber es gibt noch Menschen, die es nehmen. Bestimmt. Gut. Vielen Dank, ich lasse Sie jetzt in Ruhe. Auf Wiedersehen. Was geschieht jetzt mit ihr? Danke. Sie wird angeklagt. Wegen Mordes? Nein. Ihre Frau hat Kübler nicht umgebracht. Sie hat den Wohnwagen angezündet, als er schon längst tot war. Bestraft wird sie wegen Brandstiftung.
Aber irgendwer hat ihn getötet. Sie haben mir gestern nicht alles gesagt. Wer hätte Ihrer Meinung nach noch ein Motiv gehabt? Ich. Dieses wirklich bahnbrechende Gerät, das wir jetzt auf den Markt bringen, ist nicht meine Erfindung. Das Physiometer ist eine Idee von Leonardo. Eine medizinische Sensation. Die meisten Sachen, die wir in den letzten Jahren herausgebracht haben, verdanken wir ihm. Leonardo war ein Genie. An der Vermarktung seiner Ideen war er gar nicht interessiert. Dieses lukrative Geschäft hat er ganz und gar uns überlassen. Bis er dahinter gekommen ist, dass Probst ein Verhältnis mit seiner Frau angefangen hat. Da zerbrach die alte Freundschaft. Wir mussten jetzt damit rechnen, dass Leonardo seine sämtlichen Ansprüche einfordern würde. Und zwar auch rückwirkend. Ja, und? Ja, eine geschäftliche Katastrophe. Mal ganz abgesehen von dem Skandal. Wann ist die Präsentation des Geräts? Heute. In einer halben Stunde. Wo? Draußen auf der Messe. Und warum sind Sie nicht dabei? Dazu habe ich im Moment nicht die Nerven. Gut, das war's. Vielen Dank. Danke, der Mann kann gehen. Ach, eine Frage habe ich noch. Georg Probst, nimmt er Medikamente? Ja, er leidet seit Jahren an Herzasthma. Und Sie wissen auch, wie das Medikament dagegen heißt? Nitroglycerin. Danke. Auf Wiedersehen. Hey, hast du mal einen Magen? Na, nicht schon wieder. Hey, Chef. Ich hab gehört, es gibt eine Belohnung. Glätte? Wenn du mir sagst, welchen von den beiden du gesehen hast. Du gibst mir eine 100er und dann darfst du die Belohnung behalten. Hier. Der war's. Das ganze Geheimnis ist ein kleiner 15 Milligramm leichter Chip, der sich in diesem armbanduhrähnlichen Gerät befindet. Mittels hochsensibler Sensoren werden eine Vielzahl von physiologischen Parametern wie Blutzuckerprofil, Sauerstoffspannung, Herzenzyme, Adrenalinausstoß und EKG-Veränderungen erfasst und auf einer Mini-Festplatte gespeichert. They're the nearest heart center in the country. This is in case of pathological changes. Wird von Seiten der Herzklinik sofort Kontakt zu Patienten aufgenommen. Damit können sich Herzrisikopatienten wesentlich sicherer fühlen und die Überlebensrate wird sich drastisch verbessern. Sie werden mir zustimmen, dass dies eine der bahnbrechendsten Erfindungen ist, die es in der Medizintechnik je gab. Eine Sensation. Und darauf sind wir, meine Mitarbeiter und ich, sehr stolz. Herr Probst, ich verhafte Sie wegen des dringenden Verdachtes, Johannes Kübler ermordet zu haben. Es ist die Leute, die Kameras. Keine Sorge, die Vorstellung ist zu Ende. Die Kameras sind ausgeschaltet. Moment, Moment, lassen Sie. Kommen Sie.